Ja, das ist geil. Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein neues Video mit Vicky. Im letzten Video habe ich sie ja auf den Klicker konditioniert oder besser gesagt auf das Klickgeräusch konditioniert. Und die ganze Woche über hat Nina dann mit ihr geübt, auf einen Platz zu gehen. Das ist erstmal dieses Kissen hier. Und das Ganze über das freie Formen. Also das freie Formen bedeutet, dass der Hund sich seine Übung, seine Aufgabe selbstständig erarbeitet durch Nachdenken. Wenn dir das freie Formen nichts sagt, dann verlinke ich dir hier mal ein Video. Da haben wir das ausführlich erklärt. Dann kannst du dir das nach diesem Video anschauen, falls du das nicht kennst. Ansonsten kannst du hier gleich einfach weiterschauen. Sie hat erstmal gelernt, über das freie Formen auf diesen Platz hier zu gehen. Und ich übe jetzt mit ihr weiter, ein Wortsignal mit einzubauen. Da die kleine Vicky nach Portugal geht, wird das Wort Go Fica heißen. Also nicht wundern, dass ich ein etwas anderes Kommando nehme als üblich. Und ich werde in kleinen Schritten anfangen, die Distanz zu diesem Kissen aufzubauen, dass ich sie dann auch über größere Entfernung auf ihrem Platz schicken kann. Wenn dann das gut funktioniert, dann geht es noch weiter, dass diese Aufgabe, diese Übung generalisiert wird. Das heißt, sie soll nicht nur verknüpfen, das ist ihr Platz und da, wo dieses Kissen liegt, soll sie hingehen, sondern ich nehme dann ein Körbchen, eine Decke, eine Box, schicke sie aus verschiedenen Richtungen dann auf dem Platz, dann auch an anderen Orten. Ich bin auch mal gespannt, wie es hier funktioniert, weil hier draußen auf dem Platz hat es noch nicht geübt. Aber ich gehe mal davon aus, weil sie so schlau ist, die Kleine, dass sie das auch gleich direkt umsetzen wird. Okay, dann würde ich sagen, wir starten mal mit dem Training und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Mal anfangen, Vicky? Okay, wie man jetzt gerade ganz gut sehen kann, weiß Vicky noch nicht, was ich von ihr möchte. Ich vermute aber, dass es daran liegt, weil sie das Kissen noch nicht wahrgenommen hat und deshalb zeige ich es ihr einmal und dann weiß sie auch schnell wieder, ach, die Übung kenne ich ja, da muss ich hin. Das Wortsignal baue ich ein, sobald Vicky auf dem Kissen angekommen ist. Dann folgt der Doppelklick und ganz wichtig, ich belohne sie auf dem Kissen. Also der Hund soll lernen, dass es auch das Futter auf dem Platz gibt, wo er hingeschickt wird. Dass es dort toll ist, dass es dort gut ist und dass es das Futter auch nicht irgendwo anders gibt. Der Doppelklick sagt dem Hund, genau das, was du gerade gemacht hast, ist richtig. Das möchte ich von dir. Und das Bleiben, das bestätige ich mit einem einfachen Klick. Und belohne sie natürlich auch auf dem Kissen. Wichtig ist, dass du die Zeitdauer, die der Hund bleiben soll, variierst. Also es soll nicht immer gleich lang sein, sondern einmal ein bisschen länger, bis der Klick wieder kommt, dann vielleicht wieder ein bisschen kürzer, so dass sich dein Hund gar nicht an eine bestimmte Zeitspanne gewöhnt und dann schon automatisch wieder aufsteht, weil er weiß, okay, jetzt bekomme ich gleich wieder meine Belohnung, sondern immer unterschiedlich, sodass der Hund gar nicht weiß, wie lange er auf seinem Platz bleiben soll. Sobald sie wieder von dem Platz runter darf, sage ich ihr okay, zeige ihr mit meiner Körpersprache, dass sie aufstehen darf und habe zur Unterstützung noch ein Leckerli in der Hand, dass sie meiner Hand eben folgt und den Platz verlässt. Wenn du es zu Hause im Wohnzimmer machst, kannst du ein Leckerli zum Beispiel auch dann wegwerfen, sodass der Hund hinläuft und sich das holt. Aber wichtig auch hier, dass du davor immer das Okay sagst und dann dem Hund signalisierst, dass er aufstehen darf. Also nochmal, der Hund läuft von sich aus auf den Platz. Ich sage das Wortsignal, dann folgt der Doppelklick
Wichtig, die Belohnung auf dem Platz und dann noch für das Bleiben der einfache Klick und auch immer belohnt, Belohnung auf dem Platz, damit der Hund einfach lernt, dort ist es gut, dort bekomme ich mein Futter und es ist toll, dort auf den Platz zu gehen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du das erste Mal hier bist und noch mehr Videos von Vicky sehen möchtest oder auch andere Videos von uns, dann abonniere unseren Kanal, drücke auf die Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Wecker klingelt auch gerade, also viel Spaß beim Nachtrainieren. Ach ja, wenn du Fragen hast oder sonstige Anregungen, Tipps, was auch immer, kommentiere gern unter dem Video. Na, okay, Vicky, komm.